Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Hitman. Wir werden heute das Mallory-Missgeschick ein bisschen eskalieren lassen. Stufe 2 steht an, ist schwierig, ne? Also Markus Hicks zu erledigen, kein Problem. Heupresse oder Explosion, ja, machbar. Preston Becker, Feuer oder unterm Auto zerquetschen, das ist die eigentliche Herausforderung. Ich habe es ja letztes Mal die ganze Zeit mit dem Auto versucht, ich werde es heute mal versuchen, ihn zum nächsten explodierenden Fass zu bringen und den anderen, den erledigen wir mit dem Telefon. Ah, ich glaube, der hat einen Feuerlöscher direkt neben sich zu stehen, ne? Also da müssen wir vielleicht gar nicht so viel machen. Dann nehmen wir uns hier nochmal normale Münzen mit und da müssen wir irgendwie halt versuchen, den Typen da in Richtung Explosivfass zu bringen, wo ich noch keinen Plan habe, wie genau das funktionieren soll. Da werden wir uns was einfallen lassen, denke ich. Hoffe ich. Mal gucken. So, hier in der Werkstatt starten wir also. Und da hinten dieses Fass, ne, das ist, glaube ich, tatsächlich das nächste explosive bzw. entflammbare Ding, wo wir Preston Becker hinlocken können. So, jetzt müsste ich mich natürlich dran erinnern, wie wir hier am besten, ich glaube durch dieses Fenster, ne, das geht echt am schnellsten. Okay, was? Auch wenn er direkt daneben steht, das ist mir total wumpe. So, da haben wir hier natürlich einen Typen. Oh, da musste ich niesen, ja, sorry. So, können wir hier irgendwie links dran vorbeischleichen? Ne, wir können uns vielleicht hier durchschleichen. Und dann hier hinter. Und dann hier hoch. Da haben wir von hier aus ein gutes Schussfeld. Ne, dann doch lieber von hier unten. Ja, da ist nämlich direkt ein Feuerlöscher, ne? Vor ihm. Ja, war aber ein Unfall. Dafür kann keiner was. Stay low, stay close to me and do exactly as I say and you'll be okay. Delta Team, we're 5x5, switching to defensive formation. Perimeter. Scheiße, er sagt nicht, er kommt hier rüber. Come on, come in, you copy? Ja, hier sitzen wir ein bisschen in der Falle. Yeah, I'm here now. Nothing here. No, nothing. It's quiet here. Over. Roger that. Moving to that location. Out. Okay, aber der kommt nicht bis nach hier hinten, wie es aussieht. Und dann werden sie sich hoffentlich gleich auch wieder beruhigen. Contained for now. Stand by. Got it. Standing down. Na okay, da haben sie sich wieder beruhigt, sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch hier rausschleichen. Also das war tatsächlich relativ simpel. Stop that. Stand up. So, und jetzt müssen wir natürlich gucken. Wir können ihn ja, das wissen wir, mit einer Waffe hier rüber locken irgendwie. Ne? Wir legen die einfach dahin, dann rennt er da zur Waffenkiste, schmeißt die Waffe da rein. Und dann können wir ihn vielleicht auch irgendwie zu dem Fass locken. Das müssen wir mal gucken. Das ist nicht unser Ziel, ne? Ne. Unser Ziel hat einen Bart. Doch, einen anderen Bart. Andere Haarfarbe. So, ist ja cool. Der hat uns direkt eine Waffe dahin geliefert. Das kommt meinem Plan natürlich sehr entgegen. Dann nehme ich einfach diesen Mechaniker hier ablenken erstmal. Damit ich hier eine Waffe hinwerfe.
den Generator ausschalte und dann renne ich schnell nach hier drüben. Verstecke mich hier. Und werde ihn dann gleich mit einem Schraubenschlüssel erledigen, ne? Wenn er da irgendwie guckt. Oh, sieh nur. Eine Waffe. Nicht ihn direkt so erwerfen, ne. Mich nicht. Ja, Tür offen lassen, bitte. Ah. So, hat keiner gesehen. Okay, sehr schön. So, und jetzt müssen wir warten, bis er da weg ist. Genau jetzt. Damit er uns nicht sieht, wie wir den Typen hier in den Schrank werfen. So, und dann nehmen wir diesen Schraubenschlüssel hier mit. So, und dann müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Ich würde gerne ihn mit Münzen irgendwie dahin locken, ne? Wenn ich die werfe, landen die immer... Warte mal, aber eigentlich... Wieso landet die eigentlich ziemlich brillant? Das könnte sogar wirklich funktionieren. Gehe ich mal gerade hier in Deckung. Schieße da ein Loch hinein. Kletter hier rüber. Schmeiß ihm, wie gesagt, hier die Waffe hin. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir ihm direkt so eine Spur aus Münzen legen können. Vielleicht, ob der da drauf anspringt. Denn wenn ich irgendwie eine Münze darüber werfe, ne, dann... hebt die natürlich jeder auf, nur er nicht. So, deswegen habe ich mir jetzt zum Glück auch ein paar mehr Münzen mitgenommen. Nein, warum rennt er denn da hinten hin? Das ist ja unglaublich. Warum rennt er da hinten hin? Hier vorne ist doch... Sonst rennt er immer hier hin. Ah. Interessant. Dann müssen wir mal gucken, aber da hinten gibt es ja auch ein Fass. Aber ich glaube, das können wir nicht so gut anschließen, ne? Weil, ja. Das dürfte sofort jeder und seinen Hund mitbekommen. Obwohl, wir gucken mal. Eine Münze. Zwei Münzen. Drei Münzen. Vier Münzen. Fünf Münzen. Hier am Trecker in Deckung gehen. Es geht. So, okay, also er hebt die Münzen auf. Mal sehen, ob er denen auch wirklich weit genug folgt. Das sieht eigentlich ganz vernünftig aus, oder? So, eine müsste noch da sein. Hm. Ach, und jetzt sind da drüben wieder die zwei Trottel. Command, this is Big Dog. You copy? I got a psycho on premises. We might have a potential threat here. Und das hat natürlich nicht funktioniert, weil der Typ nicht dicht genug am Fass dran stand. Oh, wer hat uns denn da von hinten gerade? It's a beautiful piece of work. From murderous death trap. Well, you know, art comes in many guys. Ist denn das? Ach so, der untersucht da das Ganze. So, habe ich noch Münzen? Eine habe ich noch. Ja, also eigentlich wäre es cool gewesen, wenn er hier hingegangen wäre, halt, ne? Die Waffe hier drüben abgelegt hätte. Das wäre super gewesen. Ich weiß nicht, warum er es jetzt nicht getan hat, ehrlich gesagt. Wir können es ja nochmal probieren und dann eine Münze werfen einfach.
um mal zu gucken, ob das irgendwie funktioniert. Ja, wenn wir ihm eine Münze da drüben hinwerfen, aber ich befürchte, dann geht da einfach jemand anders hin. Ach, dann werfen wir einfach den Schraubenschlüssel und legen die Münze da direkt dran. So, dazu müssen wir aber erstmal gucken, ob er die Patrouille hier diesmal zum richtigen Kasten bringt oder nicht. Ich weiß nicht, warum er die jetzt zum anderen Kasten gebracht hat. Das sieht nicht so aus, als wenn er zum richtigen gehen würde, oder? Nee. Geht wieder zum falschen. Unglaublich. So, dann versuchen wir das aber nochmal. Dann müssen wir die vielleicht einfach nur in der anderen Reihenfolge umbringen. Würde das vielleicht helfen? Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Also wir versuchen auf jeden Fall erstmal das hier zu knacken, ne? Ihn dazu zu bringen, dahin zu laufen. So, dazu bräuchten wir erstmal eine Waffe. Zum Glück haben wir immer eine dabei. Schalten wir diesen Generator aus. Wir rennen hier rüber. You gotta be. Ja, echt, ne? Wer lässt so eine schöne Waffe liegen? Gute Frage. Liegt ja auch sehr gut. Also da kann man nicht maulen. So, die Silver Baller nehmen wir auch mit. So, komm schon, dreh dich um. Geh weg. Da ist er weg. So, den Generator schalten wir gerade wieder an. Hier noch jemand auf die brillante Idee kommt, mal nachzugucken, was eigentlich los ist mit dem Ding. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass er die Waffe wirklich hier rüber bringt. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dran lag, dass hier halt schon jemand eine Waffe hingebracht hatte. Oder vielleicht wird es auch zufällig ausgewürfelt. Ja, jetzt kommt er hier rüber. Okay. Sehr schön. So, eine Münze. Zwei Münzen. Ach, Maya. Nee, echt. Excuse me. I think this could be yours. Lass die Münze liegen. Scheiße, jetzt guck ich hier in unsere Richtung oder was? What is that? Do you mind checking it out? Okay. Also Maya stresst er jetzt gerade richtig. Right. Okay, geht aber gerade. So, okay, also die Münzen hat er fallen gelassen, logischerweise. Ein unbemerkter Kill. Alright, we're digging in, gents.
Set up perimeter. So, und wir versuchen uns jetzt hier einzuschleichen. Ja, er steht da natürlich direkt im Weg ein bisschen. Ah, die müssen sich auch gleich wieder beruhigen, denke ich, hoffe ich. Ich weiß es nicht. Von hier drüben schießen, nee, da sind die Kisten im Weg. Ich weiß, dass bei dem Sprengstoffexperten da ein Feuerlöscher unter dem Tisch steht. Damit müssten wir ihn eigentlich erwischen können. Alright. Could have been a lot worse. Ja, echt, hätte viel schlimmer sein können. So, okay, da sind beide wieder weg, die da hinten standen. Ups, da war noch Sean, wie es aussieht. Und ich meine nicht das Schaf. Leider. So, da ist der Feuerlöscher. Das müsste unser Ziel sein, ne? Ich denke schon. No. We're 555 Echo Foxtrot, come in. Reporting explosions in Rogue 6's sector. Over. So, und jetzt müssen wir natürlich irgendwie rauskommen. Okay, guckt gerade keiner so richtig in unsere Richtung. Was machst du denn da? 47. Da hatte er sich da an seiner Deckung festgedingst. So, okay. Wir brauchen einen Ausgang. Glaube ich, oder? Eliminiert, eliminiert. Wir brauchen einen Ausgang. Hier hinten, das müsste der Bunker sein. Ach, guck mal, wir können hier vielleicht... Und nach links? Nee, das wäre der Hauptausgang. Den will ich gar nicht. Dann rennen wir hier im... Ja, nee. Ach, das hier müsste die Brücke sein, ne? In Blickrichtung einfach geradeaus. Da links an dem Garten vorbei. Oder an dem Farmbereich. Da müssen wir da auch rauskommen. So, ja, ein bisschen aufwendig. Maya hat ein bisschen gestresst. So, von der Überwachungskamera wurden wir da noch gefilmt. Ja, ich weiß immer noch nicht, wo der Sicherheitsraum ist. Das müssen wir vielleicht nochmal rausfinden. Vielleicht auch für diese Eskalation schon. So, jetzt wird es technisch. Hier, man könnte sich verletzen. Brückenüberfahrt County. Agentur-Pickup in der roten Scheune. Okay. Ja, fast gute Punktzahl, ne? Nicht immer unbemerkt geblieben, weil wir da durchs Fenster einfach geklettert sind. Nächste Stufe, schauen wir mal. Noch jemanden umbringen, ne? Nee. Einige Dinge wurden verschoben, entfernt oder der Mission zugefügt. Jemand macht Jagd auf sie. Jemand macht Jagd auf uns? Echt jetzt? Scheiße. Den müssen wir dann vielleicht noch erledigen. Okay, ja, erstmal müssen wir rausfinden, was wurde umgesetzt. Wahrscheinlich sind unsere Ziele jetzt einfach woanders, oder? Ach, ich habe gar nicht geguckt. Sind die Killbedingungen eigentlich gleich geblieben? Ja, die meisten Waffen werden von Wachen entdeckt, wenn sie gefilzt werden. Seht ihr, da wollte ich auch noch mal gucken, ob die durch Feuer oder Auto, Vollpresse oder Explosion. Gut. Die scheinen auch noch gleich da zu stehen. Das Fass ist auch noch da. Also keine Ahnung, was die hier geändert haben. Ja, das Fass ist noch da, er ist noch da. Also eigentlich alles wie immer, ne? Sir, you'll have to bring that with you. Was? Was hier? Wer ist denn der Typ? Wo kommt der denn auf einmal her?
Sir, what are you doing here? Was? Wieso bin ich denn auf einmal verdächtig? Okay, was? I'm talking to you, sir. Yeah, you go hide. Ist das der Typ, der Jagd auf uns macht? Ach scheiße. Jetzt hat er uns irgendwie gesehen. Wenn wir natürlich da lang laufen. Laufen wir einfach hier hinten lang. Wir haben es denn gesehen. Security, drop the firearm. You hear me? Fire at will. You're gonna regret this. Also irgendwie keine Ahnung, Mann. Manchmal können die einfach durch Wände durchgucken. Command, this is Red Leader. Was ich natürlich überhaupt nicht gut finde. Hätte uns die Tür ist noch zu, ne? Ich meine, die wissen, wo wir sind. Ja, nee, das müssen wir nochmal starten, auf jeden Fall. Ja. Gut, da sind wir uns also einig. So, und hier müssen wir dann also ein bisschen aufpassen. Da irgendwie einer rumgurkt. Von wo kommt der denn? Aha. Somebody is throwing stuff around. I'm gonna have a look. Out. Er guckt auch gerade nicht. No, look! Nimm den mit. So, also das hier scheint unser Stalker zu sein. Gut. Haben wir den schon mal erledigt. Haben wir auch gleich eine Waffe. Achso, die wollen wir wahrscheinlich gar nicht mitnehmen, ne? Nein, ich wollte die Waffe fallen lassen. So, okay. Das war also schon mal ja, gut gelöst, würde ich sagen, weiß ich nicht. So, und jetzt können wir hoffentlich alles so machen wie sonst auch. Und ich hoffe, das war unser einziger Stalker hier. You gotta be. Jesus bloody Christ. Ich ziehe den mal hier so ein bisschen hinter die Kiste. Nicht, dass er da irgendwie was bemerkt. Okay, und jetzt räumen wir ihn auf. Sehr schön.
So, wo ist denn unsere schallgedämpfte Knifte? Wo sind die hingewandert? Ach, dahinter? Nein, sag nicht, da kommen wir jetzt nicht ran. Wenn ich da jetzt nicht rankomme, dann ist der ganze Plan hier irgendwie für den Arsch. Ach, scheiße. Mal sehen, vielleicht holt unser Kumpel die für uns raus. Aber ich brauche die schallgedämpfte Waffe, ne? Also, ohne die geht's einfach nicht. Ich meine, das Fass kann ich auch mit einem Schraubendreher anstechen, das ist kein Problem. Aber wenn unsere Waffe dahinter liegt, dann ist das schon ein Problem. Ich hoffe, er holt die für uns dahinter vor. Macht er nicht. Oh, scheiße. Warte mal, bin ich da gerade irgendwie rangekommen? War da so ein Interaktionsding? Nee. Nee, ich komme da echt nicht ran, ne? Ja, gut, dann kann ich das direkt nochmal neu starten eigentlich. Ja, beziehungsweise wir machen es dann beim nächsten Mal, wenn ich so auf die Uhr schaue. Denn ohne schallgedämpfte Waffe kein zerschossenes Fass. Ja, verdammt. Das ist echt doof. Das ist wirklich doof. Also benutzen wir das nächste Mal doch die HK. Um den Techniker da hinzulocken und nicht unsere schallgedämpfte Waffe. Scheiß. Ja, das war's für heute also auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.